in Newport Beach. Es ist alles normal. I was very impressed about that. Das ist ein Bier? Hier, komm. Paris Clubhaus. Selbstgemacht, das ist ein Hauch einer Zitrone. Oh, perfekt gezapft. Wow, das ist, Und? Nee, immer noch nicht. Wie gesagt, die ersten. Wir machen mal lieber die Kamera aus. Leute, ich wollte auch mal was lernen. Hallo Julian. Warum ist nicht oberkörperfrei? Ich bin Paul Riffke für die Zuhörer von dem Radsport-Podcast. Ihr seid der beste Radsport-Podcast, den ich je gehört habe. So. Aber der zweitbeste ist dann der Winter. Das stimmt. Ja, natürlich. Zieh dein T-Shirt aus. Jetzt beginnt die Action. Welches ist das? Ist Benes? Wie ihr wollt. Ich finde es schön, wie lässig du dir dann noch diesen Pullover die Schulter entknotest. Zack. Ja, vielleicht wird es schnell. Schnell und windig. Hast du eine schnelle Brille? Ich bin die schnelle Brille. Paul, du bist jetzt wieder Skilehrer. Was müssen wir machen? Genau, es ist wie ein Fahrrad. Kannst du wie ein Fahrrad fahren oder einfach hier Gas geben und dann gibt es Gas wie ein Motorrad. Sehr gut. Die Vorderbremse würde ich bei der... Ja, eine Bremse ist kaputt. Ja. Eine Bremse ist kaputt, super. Ja. Aber es ist ja nur eine, deswegen hast du ja zwei. Ist wie mit Audi. So, und als kleines Adventure jetzt während unserer Radtour habe ich vorbereitet von Camino Sparkling Pure Social Cannabis Infused Gummies 2 Milligramm THC zu 6 Milligramm CBD. Das ist nur so ein kleiner Rausch, anderthalb Stunden gute Laune, du wirst social, es wird einfach schön. Social? In wie vielen Ländern der Welt ist das nicht legal? In allen außer Kalifornien. Was meint ihr? Sollen wir hier lockern in Richtung Legalisierung? Wie viel Nasch jetzt bekommen? Ein. Jeder ein. Ja. Ist auch bekannt als Ayahuasca. Schmeckt schon gut, oder? Lecker! Schmeckt ne, also, schmeckt nach Gummi. Schmeckt auch Kondom. Nee, aber. Ach, ja, schmeckt nach Gummibärchen. Ja. Nee, jetzt schmeckt es nach Seife ein bisschen. Und was soll die Wirkung davon sein? Es ist einfach nur. Wir kriegen schöne, gute Laune. Das ist schöne, gute Laune. Schöne, gute Laune. Wir sind in Newport Beach am Newport. Also hier wird ja richtig viel Öl noch abgebaut. So, hallo und herzlich willkommen bei meinem Urlaubsblog Kalifornien erleben. Heute sind wir in Huntington Beach, das ist der Nachbarort von Newport Beach. Und die zwei Turteltäubchen fahren auf Super 73 Motorrädern, die illegal sind in Deutschland, weil sie einen Daumengasschalter haben und eben nicht reglementiert sind, sondern 60 fahren. In Deutschland sind sie limited auf 23 km/h. Das meine ich aber jetzt nicht ernst, oder? Nee, auf 17 glaube ich sogar. Keine Ahnung. Hey! Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Absurd ist das bitte. Da ist Newport, hier ist die High School von Newport und der Schulhof, auf dem stehe ich hier gerade. Da dürfen während der Schulzeit keine Leute drauf, aber jetzt, wo gerade keine Schule ist, weil Ferien sind, darf man hier drauf. Es ist einfach direkt am Meer, da ist Bene einfach auf dem Rad. Da ist der Strand, hier ist eine große Wiese.
Und da sind die Klassenräume und da ist der Paul. Das ist mein Schulhof, hier gehe ich zur Schule. Hast du den Typ gesehen? Der war ganz sweet, ne? Findest du? Ja, doch. Ja. Aber ich glaube, der wäre eher was für dich. Sollen wir mal gucken, ob wir dir den klar machen können? Verhungern lassen, ist immer alles, ne? Hey, Boy! What's up, Boy? What's up? Du siehst ganz sweet aus mit dem Bike. Danke. Wolltest du bikest hier auch öfter? Steht dir tatsächlich ganz gut. Mein Chocolate Chip und Salted Sea Salted Caramel. Dein mein Eis? Eis ist Salted Caramel, damit es passt. Auf aber das Deutsch? Ist unfassbar geil. Gut. Geil. Ja. Herzlich willkommen zum Hollywood Boulevard, heißt es so? Ja. Ich versuche mal nicht die Kinder, die Menschen und die Kinder. Kinder sind auch Menschen zu filmen. Es ist, verhält sich nämlich folgendermaßen. Ich erkläre es gleich. Einmal genießen Sie den Ausblick bitte. Schauen Sie hier. Da sind noch Sterne zu sehen vom Walk of Fame. So sehen sie aus. Da macht jemand Selfies und da sind die Sterne. So. Und jetzt kommt die Story. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und zwar hat man ja immer so eine Bucketlist. Man nennt sie vielleicht nicht immer Bucketlist, aber man hat sie ja eigentlich schon. Wenn man sie auch nur im Oberstübchen hat. Also quasi nur imaginär. Und unter anderem stand da Walk of Fame drauf. Und das ist ähnlich wie mit Las Vegas gewesen. Alle haben ja davon abgeraten, also dahin zu gehen. Sowohl von Las Vegas als auch vom Walk of Fame. Weil es einfach unspektakulär, dreckig und ein bisschen verwahrlost ist. Aber ich wollte es unbedingt machen und der Walk of Fame stand morgen auf unserer Liste. Es war mir sehr wichtig, den zu machen. Er hätte uns aber zeitlich in ein kleines Problem gebracht, weil unser Tag morgen wieder komplett durchgetaktet ist. Sind wir gerade zufällig daran vorbeigefahren und ich kann nur sagen, ich glaube, die Google-Bilder reichen mir. Dann ist es einfach wahnsinnig unspektakulär. Das ist so unspektakulär wie Gullideckel, nur dass da halt Namen draufstehen. Also ich glaube, wenn man ein Riesenfan ist von einem Star oder einer Starin, dann kann man da hin und ein Foto davon machen. Aber ansonsten reicht, glaube ich, auch vorbeifahren. Oder? Weil es war ja eh dein Plädoyer. Ja, ich hatte da eh keine Aktien drin. Also insofern ist es für mich völlig fein, dass wir da nicht hingehen. So. Wow, es geht ja die ganze Straße.